Willkommen zurück und guten Morgen zur Frühstücksbörse. Heute 9. Juni, Donnerstag. Bester Tag, um eine Frühstücksbörse abzuhalten. Warum? Weil wir heute die Europäische Zentralbank haben. Leitzinsentscheidung steht also auf der Agenda. Das dürfte die Märkte heute jedenfalls ein Stückchen weit bewegen. Denn was sehen wir? Aktuell der US-Dollar so ein bisschen ohne Motivation sich bewegen zu wollen. Im Gegenteil, wir sehen eher weiterhin so leichtes, gemischtes Potenzial. Heißt also, wir könnten hier natürlich ein wenig Bewegung abwärts vielleicht weiterhin erhalten. Das könnte natürlich heute den Euro ein Stückchen weit hier in Zugzwang, respektive natürlich im Bewegungspotenzial bringen. Moin, moin, Robert. So, Robert meldet sich schon gleich hier aus Berlin. Mein Kollege Robert und ich werden das Webinar nämlich in englischer Sprache zwar, aber natürlich auch mit ein bisschen deutschen Kommentaren. Dann Robert spricht ja auch Deutsch, sofern ich mich jedenfalls erinnere. Auf deutscher Sprache natürlich dann auch ein Stück weit für Sie präsentieren. Heißt also heute Tag Team. Robert und ich schauen, wie wir heute uns die Informationen zurechtlegen. Wobei jetzt habe ich mich gerade ein Stück weit vertan, denn Robert und ich treffen uns morgen für den Verbraucherpreisindex. Europäische Zentralbank handle ich heute alleine so rum. Jetzt habe ich mich schon im Tag verirrt. Hier, Robert kommt morgen dazu mit mir, wenn wir uns zum Consumer Price Index, Verbraucherpreisindex der inflationären Näherung also dort begeben. Das ist natürlich eine gewisse Wichtigkeit, die wir beide im Markt sehen. Ach so, genau. Lache aus Berlin höre ich hier genau. Nee, heute kannst du natürlich gerne auch heute dazu kommen, Robert, wenn du Lust hast. EZB können wir auch zusammen traden. Wenn du Lust hast, kommst du auch dazu. Auch das möglich. Ich wollte natürlich bei dir gerade mal beabsichtigt gerade, ich wollte bei dir nur mal ein gewisses, einen gewissen Kopfschmerz für 5 Minuten und Bauchkribbeln erzeugen, habe ich glaube ich geschafft. Okay, also Robert sagt gerade cool, ich habe das Gefühl, dass wir die Session heute auch vielleicht hier zusammen vollziehen. Was haben wir angelegt und worum geht's? Und zwar haben wir heute die Leitzinsentscheidung. In knappen 4 Stündchen geht's also los. Da könnte es Potenzial natürlich geben, wenn wir uns die Nachrichtenlage anschauen. Die Europäische Zentralbank dürfte, Christine Lagarde natürlich namentlich, dürfte also vielleicht uns heute Informationen geben, wie also entsprechend dann die Nachrichtenlage präsentiert wird. Und zwar nämlich insofern, als dass die Notenbank von dem Anleihenkaufprogramm, von dem Asset Purchase, Whatever It Takes Programm von Draghi und Konsorten abwenden wird. Das erste Mal in einer Dekade, also hier weiterhin natürlich die Möglichkeit, vielleicht den Zins dann wieder anzuziehen. Heißt also, man wird sich erst vom Anleihenkaufprogramm lösen und dann dürfte die Kommunikation dahin gehen, dass also dann im nächsten Monat entsprechend dann der Leitzinssatz angepasst werden dürfte, um so ja die Idee der Inflation vorzubeugen. Notenbanker glauben immer noch, dass sie ja damit also groß in die Märkte eingreifen können. Ich bin da ja ein wenig auf der pessimistisch eher andersdenkenden Seite, könnte man vielleicht hier sagen. Dabei das ganze Phänomen ja induziert durch Covid-Politik. Wir erinnern uns ja, bis vor kurzem durften wir alle nicht raus, mussten großen Abstand halten. Jetzt gibt es das 9-Euro-Ticket. Jetzt spielt Abstand keine Rolle mehr. Also Bevölkerung von der einen in die andere Seite. Beides macht mit Sicherheit Sinn. Gedrückt. Ich bin gespannt, wenn ich alsbald mal wieder in Deutschland sein sollte, wie ich mich dort, wenn ich den Zug fahre, überhaupt in den Zug begeben kann. Generell scheint das ja zu einem großen, nicht nur auf Sylt, eher quasi halb unkoordinierten Chaos dort zu münden. Also, jeder hat seine eigene Wahrheit. Ich habe meine, die ist mit Sicherheit nicht die richtige, aber ein Stück weit von dem, was wir uns alle überlegen und denken, macht vielleicht Sinn. Aber wenn ich mir überlege, was passiert war in den letzten 1,5, 2 Jahren, macht für mich leider wenig einen Sinn. Und genauso jetzt also die hinterher hinkende Notenbank, denn auch das. Wer hat es gesagt? Janet Yellen in den Vereinigten Staaten hat sich doch verkalkuliert, wie sie sagt, hey Mensch, auf einmal also doch vielleicht steigende Inflation, das hat sie vorher so nicht gesehen. Klar, wenn man natürlich jeden Dollar, jeden Euro entsprechend mit einem weiteren Euro druckend in den Markt schiebt, muss man sich nicht wundern, dass vielleicht dann jeder einzelne Euro nicht die Hälfte wert wird, aber die Wertigkeit natürlich von nicht mehr zum Ansatz darüber nachdenken, in goldgedeckten Währungen natürlich dann einen großen Anteil an der gesamten Situation
hat. Karl-Heinz, Frage: Eurocard kaufen, Dollar-Yen verkaufen und zu guter Letzt langfristig Neuseeland, Schweizer Franken. Und drei Fragen kosten drei Bier. Karl-Heinz, gucken wir uns gleich an. Eurocard, habe ich eine kleine Handelsidee aktuell. Im Eurocard, lass uns damit gleich einsteigen. Können wir uns natürlich bewegen. Wir sehen, der Ölmarkt schiebt leicht weiter nach oben. Das heißt, wir sehen durchaus Aufwärtspotenzial aktuell noch. Gerade im Call schon mit Andreas hier den Markt durchexerziert. Sollte natürlich ein bisschen Korrekturpotenzial hier eintreten. Das sieht so ein bisschen danach aus. Dann könnte natürlich der kanadische Dollar mal wieder verlieren. Gestern ja noch die Verkaufsmöglichkeit, Shortmöglichkeit hier, nachdem wir ja diese Bodenbildung eigentlich hatten, schon verlassen können. So war jedenfalls hier meine Herangehensweise, nachdem der Markt ja gestern die Unterstützungszone hier durchaus gut verlassen hatte. Ruck auf der Long-Seite. Ich habe jetzt hier mal eine kleine Idee auf der Long-Seite mit einem kleinen Stop-Loss. Also eigentlich andersrum, eine große Idee mit einem kleinen Stop-Loss. Variante könnte sein, der Euro legt heute zu oder und der Ölmarkt geht ein bisschen leicht vielleicht in die Knie. Dann könnte das dafür sorgen, dass der Euro-Cut durchaus hier Gas geben könnte. Vor zwei Handelstagen, Abwärtshandelskerze. Jetzt hatten wir dann gestern die Kerze, die ja hier so eine Engulfing-Kerze, eine einschließende Kerze ist. Etwas kleiner, aber vom Niveau und der Idee her genauso wie auch vorher beobachtet. Markt drückt nach unten. Dann hatten wir ja unten hin zwar einen leichten höheren Einkaufsstartpreis. Dann daraufhin allerdings einen stark bullischen Schlusskurs. Gleiches hatten wir ebenso hier. Druck nach unten, positiv hier gewirkt. Druck nach unten. Das wäre eigentlich das, was ich jetzt hier auch aktuell im Vergleich sehe. Markt im Abwärtstrend, dann ein Engulfing, einschließende Handelskerze, die einfach nur in der Form, Art und Weise größer als die vorherige Kerze ist. Das passt hier auch ziemlich perfekt. Und danach Druck nach oben spricht vielleicht dafür, dass wir bis zum gleitenden Durchschnitt uns bewegen können. Sven, du hast Eurocard gekauft, hast du den Eurocard Short Trade von gestern gelöscht. Die Sell Stop Order, die Verkaufsorder besteht bei mir weiter. Den Trade als solches habe ich allerdings rausgenommen. Ja, das ist richtig. Der Markt hat einfach sich zu stark nach oben bewegt. Jetzt schauen wir mal, ob wir auf der anderen Seite auch auf die Nase bekommen oder ob wir hier weiter nach oben laufen. Ich glaube eher an zweiteres. Der Markt für mich sieht eher danach aus, als würden wir hier Aufwärtspotenzial sehen. So hat es eben gerade auch Andreas mit mir hier angesprochen. Er sieht da auch etwas Potenzial auf der Long-Seite. Ich sehe nämlich hier auch, dass die Marktbewegung sich nach oben hin durchaus positiv zeigen könnte und entsprechend mit durchaus weiterem Aufwärtspotenzial hier bewegen könnte. Wie gesagt, Andreas Meinung würde ich dort teilen. Ich sehe jedenfalls hier durchaus die Möglichkeit, dass der Markt sich nach oben bewegen könnte. Ich sehe hier durchaus die Unterstützungszone, die Breite, die könnte dafür sprechen, dass vielleicht der Markt sich auf der Long-Seite hier bewegt und die Möglichkeit auf der Long-Seite vielleicht dazu führt, dass, wie gesagt, hier durchaus weiteres Aufwärtspotenzial eintreten könnte. Passt für mich. Die ganze Lage macht jetzt hier eine relativ deutliche Bewegung klar. Wir sehen hier auch eine gewisse fallende Trendlinie, die nach oben hin durchbrochen wurde. Durch diese starke Handelskerze hier und jetzt vielleicht dafür sprechen könnte, dass der Markt sich weiterhin nach oben bewegt. So ein bisschen basierend auf dem 4-Stunden-Tages-, aber auch Wochenchart sieht das Ganze eigentlich relativ gut aus. Gucken wir uns das Ganze andersrum an. Argumentativ könnte man natürlich ebenso sagen, wir sind hier stark im überverkauften Bereich. Das haben wir uns gestern schon angeschaut. Das könnte natürlich auch dafür sprechen, dass diese breite Bodenbildung hier erst einmal wiederum einzieht und der Markt sich nach oben bewegt, um dann weiter aufwärts zu tendieren. Karl-Heinz, hoffe, Frage beantwortet. Euro Cut kaufen. Jo, da bin ich erstmal drin. Das hier meine Variante, die ich gut finde. Euro Dollar, nachher das Thema. Da sehe ich aktuell mich gar nichts. Das heißt, der Markt zieht, dümpelt vor sich rum. Auch das hier 2 Wochen in Folge und das ja nur normal in diesen Handelszeiten. Man hat hier eine starke Abwärtsbewegung. Dann hatten wir hier diese Gegenbewegung nach oben, dann erstmal eine Flaute. Warum? Der Markt sortiert sich neu nach Zeiten, gerade im Optionshandel wichtig, mit starker, steigender, großer, hoher Volatilität. Folgt dann gerne eine Handelsphase mit geringer, kleiner Volatilität. Also die Schwankungsbreite nimmt einfach, hat einfach ein Stück weit abgenommen. Wir könnten natürlich dann hier vielleicht davon ausgehen, dass sich der Markt weiterhin aufwärts bewegt. Potenzial jedenfalls nach oben könnten wir also
natürlich hier weiterhin leicht sehen und die Möglichkeiten vielleicht auch entsprechend nachher weiterhin ausschöpfen. Schauen wir uns an, wenn wir uns im Webinar nachher wieder treffen zur Europäischen Notenbank, wie es da entsprechend passt und was wir also auf der Art und Weise hier sehen könnten. Im Pfund sieht es ähnlich aus, das Pfund ein Stück weit schwächer. Hier wäre ich vielleicht eher für einen leichten stärkeren US-Dollar zu haben aktuell. Allerdings ist die Trendlinie erst einmal immer noch hier maßgeblich unterwegs. Da lohnt sich vielleicht mal noch mal ein kleiner Blick auf den Dollar-Index im langfristigen Monatschart hier, denn der Dollar-Index könnte natürlich weiterhin abgeben. Fallender Dollar-Index dürfte dazu führen, dass also der US-Dollar eine gewisse Schwächephase weiterhin durchlebt. Die gewisse Schwächephase könnte dafür sprechen, dass der Markt wiederum hoch ploppt hier und dann wir Aufwärtspotenzial sehen, vielleicht hier im Pfund. Unterliegende Informationen vielleicht erst einmal auch, glaube ich, immer noch diese neue politische Lage, die sich gerade so ein bisschen andeutet dort. Und zwar Boris Johnson, der ja aktuell jetzt gerade mit gewisser Reform im Housing Market schaut, was passiert, die konservative Partei, wo man also ein bisschen guckt, was aktuell so um sich greift. Wir haben also mehrere Punkte, die vielleicht dort auf der Agenda nach wie vor stehen und natürlich die gesamte Thematik nach wie vor mit dem Backstop, dem sogenannten, also die EU-Außengrenze, wo und wie sie verläuft, die ja immer wiederum gerne mal von dem lieben Pilzkopf neu aufgerollt wird. Also spannende Situation nach wie vor. Das Pfund aktuell eher ein Stück weit vielleicht schwächer als noch der Euro, wäre also nicht unbedingt gerne derzeit dort dabei. Bleiben wir kurz beim Euro und dann noch zum Ölpreis, um diesen abzuschließen. Ich bin immer noch im Noki drin hier, also Long Noki, Euro Nok, Short Position. Da bleibe ich nach wie vor drin. Für mich hier nichts Neues. Erst einmal die Unterstützungszone vielleicht, die so ein bisschen hier noch dem entgegenwirkt. Gleitender 50er Durchschnitt aktuell. Ich sehe weiterhin Abwärtspotenzial eher. Bleiben wir dabei. Schauen, was passiert. Und dann im Aussieht, ja, interessant. Da hatten wir ja unseren Stop-Loss nicht angepasst, allerdings die Position ein Stückchen weit reduziert in der Größenordnung. Ich habe da noch die Hälfte des Trades offen. Das heißt, der Aussie besteht nach wie vor zur Hälfte, wie gesagt, hier weiter mit seiner Short-Position oder in seiner Short-Position. Das sieht für mich nach wie vor gut aus, vor allen Dingen, nachdem der Markt ja wiederum hier abwärts sich zeigt und also wir hier weiterhin sehen, dass die Abwärtsbewegung dort im Aussie weiterhin positiv sich hier andeutet. Jetzt sind wir gerade hier sogar im leichten Gewinnbereich. Könnte ein Vorgeschmack auf die Aktienmärkte sein. Unschlüssig allerdings, was ich jedoch sehe, dass vereinzelte Aktien, da bin ich immer noch hier in meinem Alibaba-Trade drin, der hatte gestern ja mal richtig schön eine Rakete gezündet. Das freut natürlich zum einen Ausbruch auf der Long-Seite. Alibaba hatte natürlich eine ganz grundlegend andere Variante hier. Wir haben 2020, wenn ich mich recht entsinne, Probleme. Jack Ma, der ja ein Stück weit von der Bildfläche verschwunden war, dann scheinbar auch in Hongkong war es wieder aufgetaucht war. Wie dem auch sei, der Markt hatte jedenfalls zwischendrin stark verloren. Die politische Gemengelage in China leicht besser, was jedenfalls die Covid-Politik scheinbar anbelangte. Insofern könnte natürlich auch Alibaba hier verstärkt wiederum ein wenig Nachfrage erhalten. Das ist dann diametral zu der Variante, dass die Fang-Aktien vielleicht ein Stück weit abgeben. Stimmt nicht ganz, bin dort immer noch ein bisschen hier in meinem kleinen Google-Trade drin. Solange der Markt nach oben läuft, bleibe ich einfach hier dabei. Kostet mich nicht wirklich was, außer ein müdes Lächeln, den Trade offen zu lassen. Gucken wir mal, wie es hier weiterläuft. Google ja bis jetzt hier auch weiterhin aktuell stark. Was ich aber sagen wollte, sind, dass die Tech-Aktien im Allgemeinen nicht unbedingt gerade hier sich wiederum prädestiniert positiv positionieren. Im Gegenteil, wir sehen den Nasdaq so ein bisschen leicht seitwärts fallen, vielleicht die Aktienmärkte auch so ein bisschen im Winde, also opportunistischer Handel. Dollar schwächer, Aktien stärker, Dollar stärker, Aktien schwächer, wäre so ein bisschen vielleicht die Frage, die hier gerade sich stellt. Also nicht so richtig etwas, was ich hier aktuell gerade sehen würde. Oh, jetzt häufen sich die Fragen. Kann Heinz Dollar-Yen verkaufen? Tja, das ist immer noch der große Themenkomplex hier. Ich wage mich einfach nicht so richtig dran an den Markt hier. Ja, aktuell sehen wir hier eine Gegenbewegung. Wir sehen also, dass ja einmal wieder ein wenig Korrekturpotenzial eintritt, der Markt weiterhin sich fallend präsentiert. Bruch nach unten durch diesen Widerstandsbereich hier deutet mir an, dass vielleicht Potenzial nach unten weiterhin hier besteht. Abwärtsdruck, wie gesagt, sieht für mich ganz gut aus. Dollar Jappy zieht so ein bisschen abwärts.
Lass uns die weiteren Währungspaare hier mal unter die Lupe nehmen. Pfund Yen dreht ein bisschen nach unten. Ja, auch hier hätten wir sogar eine Korrekturkerze. Hier im Pfunde Japaner würde ich vielleicht sogar eher dabei sein auf der längerfristigen Handelsebene. Würde da mal davon ausgehen, dass ich sage, hey komm, sollte wie eine bärische Handelskerze sehen. Engulfing, also nach oben hin die obere Seite einschließen, nach unten hin ebenso. Mindestens hier eher gerne ein bisschen tiefer schließend, gleichwohl wir immer noch einige Handelsstunden durch die US-Handelszeit haben, könnte das natürlich dafür sorgen, dass da der Markt wieder auf der Short-Seite sich zeigen könnte. Das wäre im Pfund, im Euro sehen wir auch so ein bisschen hier eine leichte Gegenbewegung. Also der Yen zieht so ein bisschen am Strang, aber richtig stark sehe ich hier aktuell nicht unbedingt etwas. Heißt, für eine Trendwende würde ich dort ein bisschen mehr erwarten wollen. Goldpreis sind wir in Richtung Einstand unterwegs. Auch den habe ich mit Andreas vorhin nochmal durchgekaut. Hier, Andreas sagt auch, tja, kann sich in beide Richtungen bewegen. Das ist immer eine schöne Antwort von irgendwelchen sogenannten Analysten. Kann nach oben oder nach unten laufen, am Ende aber auch einfach stehen bleiben. Das ist immer so das schöne Verpackungsdeutsch vielleicht. Wir sehen so eine gewisse Dreiecksbildung vielleicht. Hängt auch hier vom US-Dollar ab. Ich sehe immer noch, dass der Markt so ein bisschen nicht interessiert zu sein scheint, sich in eine Richtung, für eine Richtung zu entscheiden. Ich wäre immer noch eher für so ein bisschen Long-Potenzial, aber da muss schon ein Ausbruch kommen. Aktuell dümpelt der Markt schlussendlich einfach so vor sich hin. Von daher nicht viel Frisches auf der Seite. Und jetzt dann Karl-Heinz Sonntag, hier nochmal dein Neuseeland-Schweiz. Der erste Trade im Family Office erwähne ich immer gerne. Schnell einen Ferrari verdient für einen alten Chef innerhalb von ein paar Stunden. Seitdem hatte ich dann, oder daher habe ich dann einen Job bekommen, weil er den Trade so super fand. Heißt Neuseeland-Schweizer Franken. Hier sehe ich ehrlich gesagt gar nichts. Unterliegend Neuseeland würde ich eher schwächer sehen. Schweizer Franken eher stärker mittelfristig sollten die Aktienmärkte, wovon ich ausgehe, einen weiteren Knick machen. Der Markt deutet für mich hier nicht wirklich was hin. Karl-Heinz, wenn du dann eine Frage hast, in welche Richtung? Ja, wir sehen so ein bisschen Ausbruch vielleicht nach oben. Das sehe ich. Ich sehe auch so ein bisschen hier die Bodenbildung. Könnte sich erstmal nach oben bewegen. Wäre so ein bisschen vielleicht mein Thema. Dein Wunsch sei mir ein Befehl, aber ich trinke kein Bier. Was können wir also machen? Vorschlag, wir treffen uns im Auerbachs Keller unter der Losung, wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der lebt kein Leben lang. Ah, okay, alles klar. Muss ich nur mal rausfinden, wo der Auerbachs Keller ist und dann meine Pferdchen in Deutschland satteln, um dann vielleicht mal zu dir runterzukommen. Wäre doch, nee, Richtung, bist im Osten unterwegs, ne? Glaube ich, richtig. Berliner Ecke, wenn ich mich nicht täusche. Und dann dort mal zu gucken, was geht. Ja, finden wir irgendwas, ein Glas Bier, ein Glas Wein oder ein, wie heißt es so schön, Leipzig, genau, ja, so rum. Oder ein Appleboy, schönen Apfelwein. Habe hier gerade noch ein bisschen hausgemachten Cider zu Hause, von daher alles gut. Gute Idee, passt auf jeden Fall. In diesem Sinne, wir sehen uns nachher zur Europäischen Zentralbank. Robert hat sich, wie gesagt, gerade angekündigt, nachdem ich ihn heiß gemacht hatte. Läuft vielleicht auch nochmal dazu. Wäre natürlich cool, Rob, wenn du es schaffst und Lust und Laune hast. Wir telefonieren uns gleich eh zusammen, um zwei, drei Details für morgen fürs Consumer Price Index Webinar abzusprechen. In diesem Sinne, viel Erfolg, weiterhin alles Gute. Glauben Sie nicht alles, was ich sage. Hinterfragen Sie alles, was die Presse sagt. Das ist mein Tenor hier. Und hinterfragen Sie Ihren eigenen Handel und schöpfen Sie fleißig Gewinne aus den Märkten ab. Aber ganz klar, unter dem Risiko nicht zu vergessen, erst lernen können zu verlieren, um dann gewinnen zu können. Großes Credo, immer wichtiger Punkt hier, sein Risiko im Zaum zu halten. Wie gesagt, weniger zu riskieren. Gerade am Anfang einer Händlerkarriere macht immer Sinn, um also definitiv natürlich weiterhin zu handelndes Kapital zu haben. Verlusttrades gehören zum Geschäft dazu. Das wissen wir mit Sicherheit alle. Und auch bei mir der Fall, die ersten Trades waren klar Verlusttrades, nachdem ich erstmal hier richtig schön mir die Taschen habe voll machen können. Ersten zwei, drei Trades gingen alle Vollgas nach vorne und dann eine Verlustserie. Und dann lernt man natürlich, was Verlust-Gewinn-Ratio anbelangt, um entsprechend sein Portfolio dauerhaft führen zu können. In diesem Sinne, wir sehen uns nachher. Robert, ciao, ciao, bis später. Weitere Teilnehmer, alles Gute. Karl-Heinz, Okido, Auerbachs Keller wird es dann wohl. Bis denn, macht's gut, ciao, ciao.